Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, einer weiteren Karte der Edain-Mod. Und heute spielen wir am Scheideweg. Hier kreuzen sich die alte Straße von Gondor nach Minas Morgul und die Straße nach Harad. Startpositionen sind Festungen, Erweiterungspunkte, 6 Vorposten und 16 Siedlungen, wilde Kreaturen, Orks, Trolle und Waage. Jo, und 4 Spieler finden hier insgesamt auf der Karte Scheideweg Platz, und da bin ich ein bisschen in mich gegangen, habe überlegt und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir das Szenario jeder gegen jeden komplett ohne Teams, Free for All, wie auch immer ihr es nennen wollt, lange nicht mehr im Let's Play gehabt haben, und eben genau deswegen erhält dieses Szenario heute Einzug in unser Edain-Mod-Karten-Let's-Play. Ja, und was die Armee angeht, haben wir die Armee in Gondor sehr, sehr lange schon nicht mehr selber befehligt, und deswegen spiele ich heute mit dieser Fraktion, die auch bei euch relativ beliebt ist und bei mir definitiv auch. Und was unsere Gegner angeht, 3 Gegner haben wir auf dieser Viererkarte logischerweise, die alle ebenfalls nach dem Sieg greifen. Es kann ja nur einen geben bei uns 4. Wir haben zum einen Mordor auf dem Schwierigkeitsgrad schwer, zu unserer Linken Rohan auf brutal ganz unten und Isengard rechts auf schwer erneut rechts unten. Dass ich Rohan auf brutal gestellt habe, liegt einfach daran, dass ich es für das schwächste Volk in der Edain-Mod sowohl beim Selberspielen als auch KI-mäßig erachte. Deswegen, damit die eine Chance haben, habe ich sie eine Schwierigkeitsstufe höher gestellt als die anderen beiden KI-Gegner. Mordor und Isengard sind von Natur aus immer sehr unangenehme Gegner. Deswegen sollte das passen. Spieleinstellung, Anfangsrohstoffe 1000, auch die Gefecht-Standardeinstellung mit im Gepäck, also alle standardmäßig. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt auf dem Scheideweg. Auf geht's. Tja, hier wird sich der Weg zwischen uns und unseren Gegnern scheiden. Nein, genug dieser schlechten Wortspiele. Führen wir Gondor zum längst vergessenen Ruhm vergangener Tage, wie es Boromir vielleicht formulieren würde. Wir werden das schon hinkriegen. Wir werden das Kind schon schaukeln. Soldaten, bereit machen! Seid bereit! So. Los, Soldat. Die Soldaten ziehen jetzt erstmal schön aus. Ich baue einen Schießstand und ein Wohnhaus. Weicht nicht zurück, Männer! Ach, diese epische Musik im Hintergrund. Gefällt mir. So. Gehöft bereit, Nummer 1 wird gebaut. Macht euch bereit! Und hier dann gleich das zweite Gehöft. Schwerter! Aufpassen, Männer! Höhlentrolle! Okay. Da sind sie! Was sollen wir tun? Und Orks. Ich glaube, die wollen zu uns. In die Schlacht! Aber gut, dann gehen wir hier auf die wilden Orks, wenn die mit uns nichts zu tun haben wollen. Ich rekrutiere mal Pippin. Soldaten! Ah, die wollen zu mir. Natürlich wollen sie zu mir, die Hunde. Na gut, darum wird sich unser kleiner Hobbit liebevoll kümmern. Man braucht Leute mit Verstand für diese Abenteuer. Was auch immer. Soldaten Gondors! So, ihr kommt jetzt schön von hinten. Unser Land wird belagert. Sie greifen an. Ach, mein schöner Schießstand. Das kann ich jetzt leider nicht gutheißen, dass ihr darauf einprügelt. So, die erste Bataillon Bogenschützen für den Höhlentroll da und vielleicht auch für den einen oder anderen Turm. Holen wir auf jeden Fall schon mal ran. Und ich denke auch auf dem Schwierigkeitsgrad nur in Anführungszeichen schwer. Ist ja immer noch schwer, wie der Name schon sagt. Und auch da werden uns sowohl Mordor, die hier ziemlich in der Nähe sind sogar, als auch Isengard ordentlich Probleme machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Rohan noch der einfachste Gegner ist, trotz des höchsten Schwierigkeitsgrades. So, Pippin, brauchst du Hilfe? Nö. Sauber. Dann holen wir uns doch den Kopf dieses Gebirgstrolles. Oder Höhlentroll oder whatever. Bleibt zusammen! Ich fühle mich, als säße ich zu Hause im grünen Drachen. Ja, das ist schön, mein Lieber. Im Frieden oder Krieg. Hey, unsere Feinde!
Sie sind hier! Soldaten Gondors! Schau mal einen an. Wer kommt denn da? Das war ja Hasch. Von der Seite. Oh ja. Der Feind ist unter uns, Männer! Volle Konzentration! Okay. Lass mal kurz vom Höhlentroll ab. Wir haben hier gerade eine andere Schlacht zu schlagen. So, schön Backup-Unterstützung geben, so will ich das sehen. What the fuck? Was würde ich jetzt geben, Bezug, alter Tobi? Ah, ihr Penner. Okay, wir haben auch noch Bogenschützen leider im Hintergrund. Das Büffelfleisch ist wirklich ausgesprochen gut. So, kleines Bogenschützenduell hier. Na gut, ich kann immer noch die Baumeister Gondors ranholen, von dem her ist das eigentlich halb so wild. Tja. Okay, ich baue jetzt hier hinten erstmal einen Steinbruch. Macht euch kampfbereit! Das war ja Haschard. Sie greifen das Lager. Ja, Mordor nervt tatsächlich ein bisschen rum. So, die Bogenschützen. Wenn wir jetzt schön von hinten liquidieren. Ich hole die Heilung ran, weil ich nicht glaube, dass sie das kaputt bekommen. Abstand halten. Und die laufen einfach durch uns durch. Das ist natürlich auch angenehm. Der Feind! Entdeckung, Männer! Sie greifen die Geist! Los, Soldat! Bewegung! So. Gut, die wollen da drauf. Aber wir haben jetzt ja den Steinmetz, deswegen kann ich mal ein paar Wohnhäuser bauen. Bogenschützen! Pippin kriegt ein bisschen Assistance von den Bogenschützen, bitte. Sie kommen von überall! Ja, und ihr seht, die sind definitiv schon nervig, auch in diesem frühen Stadium. Der Feind ist unter uns, Männer! Ja, ich weiß, dass die angegriffen werden. Was soll ich tun? Es endet nicht so, mein Lieber. Es endet garantiert nicht so. So, Pippin. Retreat, mein Junge. Soldaten Gondors, zieht eure Schwerter! So, und das Ding sollten wir jetzt eigentlich mit den Bogenschützen ganz gut unter unserer Kontrolle haben. So, deckt Pippin mal gerade den Rücken. Sehr schön, aber schon einige größere Gefechte, die wir hier auf jeden Fall zu schlagen haben. Nicht uninteressant. So, ich baue weiter fleißig Wohnhäuser. Die einfach komplett greedy für Pippin sind. Ja, jetzt haben sie ihn geholt. Das finde ich tatsächlich eigentlich eher ungeil. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut. Sie werden ihre gerechte Strafe bekommen. So. Hier mal draufknallen. Der Feind ist hier. So, war das der letzte? Soldaten Gondors, sieht ganz danach aus. Macht schneller, Bögen! Bleibt zusammen, Männer! So, da machen die gar nichts gegen. Sehr schön, okay. Bereit machen, Bogenschützen! Macht euch kampfbereit! Und hier wird sich noch fleißig regeneriert. Wir haben schon 3 Fähigkeitspunkte. Also das geht echt fix hier. Soldaten Gondors. So, und der Rest von euch Soldaten. Kommt jetzt auch mal mit. Gut, ich werde mal Beregond rekrutieren als etwas defensiveren. Ihr Vollidioten. Ich glaube, das war nicht der Sinn. Wobei, die kann sich eigentlich Beregond gleich holen. Alles easy. Macht euch bereit.
Alles easy. Erigond, wenn du da bist, nimm dich bitte diesen Herrn an. So, kannst deine Wächter auch gleich mal rekrutieren. Die dürfen da ordentlich Aua machen. So, den Schießstand können wir mal ausbauen. Sehr schön. Gute Arbeit. Äußerst gute Arbeit. Okay, das Höhlentrolllager fällt. Die Orks ziehen hier weiter ihre Kreise. So, und jetzt bauen wir hier einen schönen Vorposten. Ihr könnt eigentlich mal da in den Turm. So, jetzt bauen wir hier einen Brunnen. Eine Kaserne. Und eine Schmiede gleich noch. Wenn uns die Kohle dazu... Ja, danke. Gut, dann geht da rein. Jungs, das würde ich nicht machen. Wie schlimm werden die Gehöfte angegriffen, ist die Frage. Ja, nicht wirklich bedrohlich, hätte ich mal gesagt. Der Turm ist auch immer noch easy, das am Tanken. So, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auf den Höhlentroll gehen. Okay. Können alle drei oder sollten alle drei Gebäude reparieren können. Und da können wir sie halt ein bisschen zurückwerfen. So, ab in das Türmchen. Oh, 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 oh. Ich brauche hier ein bisschen mehr Verteidigung. So, Baumeister Gondors. Die Gehöfte werden angegriffen. Easy going. Wir haben die Kaserne verbessert. Nice. Okay. Jetzt haben wir gerade ein wenig... Prima Schlangenzunge. Okay, Berigond. Jetzt heißt es etwas defensiver denken. Bogenschützen sind bereit. Soldaten, bereit machen! Oh, da hat Isengard jetzt was errichtet. Das ist natürlich eher uncool. Das ist natürlich wirklich eher uncool. So, wie viel Leben hat Grima noch? Ich habe es geschworen. Nicht mehr genug, um Berigond zu widerstehen. Tschüss, Grima. Da. Gut. Die ersten Turmwachen sind da. Wow, den Turm konnte ich gerade noch retten. Aber Isengard ist natürlich auf lange Sicht wirklich ein Problem, das ich nicht einfach negieren kann. Okay, versammelt euch hier. Das Auge Saurons ist auf Gondor gerichtet. Im wahrsten Sinne des Wortes gerade. Der Feind! Entdeckung, Männer! So, wo ist der Feind genau? Da ist eine Balliste. Da ist eine scheiß Balliste. Das finde ich nicht so geil. So, wir schließen jetzt mal die Festungstore. Weil mir das gerade ein bisschen zu viel wurde. Wir haben den Schießstand verbessert. Einfach nur stupide drauffeuern, Balliste, ne? Das ist, was du kannst. Dort Stellung beziehen. Oh. Information bleiben. Ein mordorianischer Angriff. So, Feuerpfeile auf jeden Fall.
Nice, und das Ding wehrt sich hier immer noch. Sehr nice. Und wie viele Wohnhäuser haben wir eigentlich? Genug, würde ich mal sagen. Aber eins können wir noch bauen. Weil dann haben wir die maximalen Kostenersparnisse für heldenhafte Kavallerie. Wächter der Weste zum Beispiel. So, da droht uns eigentlich kein Ungemach. Kein allzu großes zumindest. Was wir bräuchten, wäre mal ein bisschen CP. Das wäre ganz cool. So, Beregond nimmt sich... What the fuck? Ich glaube nicht. Das glaube ich definitiv nicht, dass ihr mir hier mein schönes Ding kaputt macht. So, hier geblieben, du scheiß Unaga. Ja, kommt doch her mit euren scheiß Pferden, hä? Ich pulverisiere euch. Ja, das war ein harter Zusammenstoß, Rohirrim, ne? Positionen halten. So, mit den Bogenschützen da im Hintergrund können wir da auf jeden Fall gut reinhauen. Hier sind wir definitiv safe gerade. So, Beregond, was ich sagen wollte. Du nimmst dir eine Bataillon Turmwachen mit. Eine Bataillon Bogenschützen. Was sollen wir tun? Tja, da kommt ihr nicht durch, Jungs. Und dann clearst du das mal da oben. Oh, ein Troll. Alles klar. Seid wachsam, Männer. Bögen! Die Gehöfte werden angegriffen. Unser Land wird belagert. Ihr reißt hier gar nichts ein, ihr kleinen dreckigen Hunde. So, da oben würde ich nämlich mal gerne noch einen Blick hinwerfen. What the fuck? Sie können es nicht lassen, die kleinen Bastarde. Geschmiedete Klingen sind ready. Ein Bataillon Turmwachen wäre nicht verkehrt. Ah, da ist ein Orks. Alles klar. So, ihr kriegt mal geschmiedete Klingen. So, schön da drauf gehen, bitte. Gute Arbeit. Stufe 5, also der ist schon ein bisschen nicer als Pippin. So, jetzt baue ich hier ein Zeltlager. So. So, wir haben hier einen Rambok, wir haben hier einen Rambok, wir haben hier einen Rambok, wir haben hier immer noch einen Rambok. Und Ramböcke finde ich persönlich eher ungeil. Sehr gut. Die Gehöfte werden angegriffen. Das Gebäude ist fertig. Oh. Ich habe meine Aufgabe noch nicht beendet. Killen bitte. Macht eure Waffen bereit. Vernichtet sie. Bögen bereit machen. Die schwere Rüstung ist fertig. So. Ein paar Wächter der Weste. Sie haben angegriffen. Jungs, geht weg von dem Höhlentroll. Wenn er das macht, ist er tot. Information bleibt. So, ich baue hier auch nochmal ein Zeltlager, damit ich einfach mehr Rekrutierungsgeschwindigkeit habe. Verteidiger des Weißen Baumes. War's das jetzt? Ich hoffe es doch sehr. So, die können wir nur ranholen, wenn Boromir den einen Ring hat. So, da haben wir ein verbessertes Vorratslager rein. Macht euch kampfbereit! So, dann können wir jetzt mal unsere Einheiten, die wir momentan haben,
ein wenig aufwerten. 7 Fähigkeitspunkte auch schon. Heide Röslein, bitte an Gwaiivir. Das heißt, die Adler haben wir zur Not auch am Start. Abstand halten zu eurem Dienst. Seid wachsam, Männer. Information bleiben. Gut. Jetzt haben wir hier eigentlich eine ganz nice Army am Start. Ich habe meine Aufgabe noch nicht beendet. Die Gehöfte werden angegriffen. Ja, gut. Das versuchen sie ja schon seit ewigen Zeiten da anzugreifen. Wir haben das Lager des Feindes gefunden. Gut, Isengard ist da auf der anderen Seite, gell? Ja. Bleib wachsam. Okay. Dazu hätte ich aber gerne noch ein wenig mehr Damage Potential. Bevor ich Isengard offensiv angehe, die aber auch einige Probleme mit Rohan zu haben scheinen. Also es scheint doch ganz gut gebalanced zu sein. So, Waage können wir hier schön wegholen. Okay, gute Arbeit. Wusste es. Oh. Kaputo. Vielleicht stelle ich hier einfach mal so ein Türmchen hin. So, da schnetzeln wir sie fleißig weg. Wir gehen schön weiter auf CP. Nein. Vielleicht sollten wir zuerst auf Mordor gehen. Na, eigentlich können wir Mordor ja immer klein halten. Das heißt, es wäre schon sinnvoll, mit Mordor anzufangen eigentlich. Das Gebäude hier wäre fertig. So. Belagerungswerke. So, die sind auf jeden Fall mal richtig stark, die Wächter der Weste. Turmwachen. Ich habe es geschafft. So. Jetzt lassen wir das mal wieder aufleben. So, da ist Kankra, die dürft ihr mal killen. Nice. Gut, formiert euch mal da. So, das Ding ist gleich ready. Ja gut, sollen sie es doch machen. Da haben wir jetzt schon Mordor, wie es aussieht. Hier oben haben wir noch was. Viregond, würdest du da oben mal gucken, was da so Feines ist? Sehr gut. Dreimal Wächter der Weste sind da. Wer greift hier an? Ein paar räudige Orks. Oben haben wir nämlich bestimmt. Oder haben wir da noch nichts? Ja, scheint da noch nichts zu haben. So. Faramir und Ithilienwaldläufer. Mal die Ithilienwaldläufer gleich. Erstmal gehen wir da hoch. Okay. Eine Bataillon Turmwachen und Wächter der Weste können Beregond da oben mal zur Hand gehen. Was höre ich hier? Was höre ich hier schon wieder? Das ist die Stadt der Menschen Numen. Gern gebe ich mein Leben hin zur Verteidigung ihrer Schönheit, ihres Andenkens, ihrer Weisheit. Sie kommen von überall! So, Faramirs Waldläufer dürfen auch noch mal rankommen. So, habt ihr das hier oben mal geklärt? Das wäre ganz gut. So, ich fülle jetzt meine Armee einfach auch nochmal ein bisschen mit Standardtruppen auf. So, Feuersteine brauchen wir auf jeden Fall. Das Gehöft haben sie in Ruhe gelassen, sehr interessant. Seid ihr ein Freund Boromirs? So, Faramir. Ork-Verbände setzen auf dem Fluss über.
Auf geht's. Deine Waldläufer werden dir zur Hand gehen. Unsere Truppen werden Waldläufer, angegriffen. Wir kämpfen wir sind für mit Gondor. Den neuen Feuersteinen fertig. Hier. Sehr gut. Weiter schießen, Männer. So, wir haben hier einen Troll. Macht euch kampfbereit. Bleibt zusammen. So, das dürft ihr auch nochmal plätten. So. Dort Stellung beziehen. Ich denke nun. Verstehen. Nice. Die Waldläufer machen gute Arbeit. So wie ich das sehe. Sind wir in Frank Boromirs? Sehr schön, Faramir. Waldläufer, wir kämpfen für Gondor. Aufgabe noch nicht beendet. Los doch. Bleibt zusammen. So, darauf mal gehen. Weitere CP ranholen. Großmütigen Taten sollte nicht durch kalten Rat Einhalt gebunden werden. Der Feind ist nicht fern. So, sehr schön. Es geht los. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Ja, ich weiß doch. Ich weiß es doch. Dann wird es ein Trommler-Troll. Information bleiben. Ja, der hat die gerade weggestunt. Ich würde den Ring nie verwenden. Selbst wenn Minas Tirith die Vernichtung droht, dann ich alleine retten könnte. Weiß ich doch, Faramir. Weiß ich doch. So, wir haben jetzt hier eine ganz solide Streitmacht eigentlich am Start. Ein, zwei Katapulte wären halt noch vonnöten. Aber es ist schon nicht zu verachten auf jeden Fall. Ja, ich denke, 5 Katapulte sollten für diese Zwecke ausreichen. Also mehr werden wir da definitiv nicht brauchen. Aber wir haben richtig fett Kommandopunkte, ne? Das ist schon was Nices. Katapult ist bereit. Unsere Feinde, sie sind hier. Süß, wirklich süß. Okay. Ich habe es geschworen. Unser Land wird belagert. Die Gehöfte werden angegriffen. Dann formiert euch mal. Ah, da werden sie nicht durchkommen. Never ever. Gegengewicht einhängen. Das Katapult ist einsatzbereit. Sehr schön. Ein weiteres Katapult. Katapult spannen. Mein Schwert gehört euch. Ruhig jetzt. So, was ist was nochmal? Was sollen wir tun? Lanze und Schwert. Na gut. Bogenschützen! Ich dachte, er steht jetzt nochmal für Idioten dabei, was wann effektiver ist. Macht euch bereit! Bögen bereit machen! Okay. Es heißt ein dunkler Schrecken aus dem. Kommt noch ein Troll. Bitte den Troll mal killen. Ah, Kankra, okay. Jetzt gehen sie hier aufs Ganze. Unsere Rohstoffe werden knapp. Gut, dann gehe ich jetzt aber auch aufs Ganze. Das sehe ich jetzt gar nicht ein. So, da sind ein paar Urukai. Halb so wild. So. Ja, wie ihr wünscht. Wir schützen den weißen Turm. Sehr schön, neue Turmwachen. Legt alles in Trümmer. So. Sie haben angegriffen. Lasst sie kommen. So, feuert ihr mal da drauf, liebe Katapulte. Das ist unser Ziel. Auf die schöne Zitadelle. So. Ihr könnt euch mal schön die Katapulte snacken. Haltet nach dem Feind Ausschau. Sie greifen nach Jäger. Haltet mehr Steine. Feuer frei. So, wer greift jetzt hier an? Alter. Alles klar. Na gut. Wenn die da zu nahe kommen, sagt Bescheid. Aber erstmal will ich kurz Gondor platt machen. Das dürfte jetzt eigentlich auch Gondor vor allen Dingen. Mordor. Das dürfte jetzt
auch nicht mehr so das große Thema werden. Oh, die Adler haben auch sehr gute Arbeit geleistet. Okay. Ich glaube, die haben keine schwere Rüstung, deswegen werden die doch ganz formidabel weggeknüppelt hier. Ja, keine Chance. No fucking chance. Oh, ein Troll. Moin. Moin, Mr. Troll. Darf ich vorstellen, Beregon, Stufe 7. So, nochmal schön auf das Katapult. Auf das Ding feuern. So, Mordor-Kaserne. Das dürfte Mordor jetzt eigentlich gewesen sein. Wir haben einen unserer Feinde zerschmettert. Sehr gut. Wir werden uns immer an diesen Tag erinnern. Okay. Bleib zusammen. Ich habe es geschworen. Formation. Da oben haben wir noch einen Vorposten. Höchst interessant. Wir kommen zu spät. Sie haben das Gebiet bereits besetzt. Höchst interessant alles. So. Ich glaube, dort ist der Feind. Dann bauen wir hier sowas hin. Sie greifen an. So, und jetzt gehen wir auf Rohan. Weil Rohan natürlich eine relativ starke Base hat. Verteidiger des Weißen Baumes. Macht euch bereit. Feuer. So. Okay, Faramir, wo bist du gerade? Alles klar. Die Einheiten leveln halt auch gerade richtig nice. Das ist schon not bad. Macht eure Waffen bereit. Haltet die Augen offen. Haltet nach dem Feind auf. Positionen halten. Weicht nicht zurück, Männer. Habt ihr etwas gehört? Vielleicht ist es klüger, zunächst mal. Der Feind ist nah. Zunächst mal die Mitte einzunehmen, wo Isengard uns auch ein bisschen nervt. Könnte ich mir fast vorstellen. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. So, ein paar random Einheiten. Ja, Isengard hat nämlich anscheinend geschmiedete Klingen erforscht. So wirkt es. So, auf der anderen Flussseite gibt es Blut zu holen. Und dieses Blut würde ich gerne... Oh, nee. Oh, Rohan hat das zerstört. Nice. Nice work, Rohan. Alter, wie nice die einfach leveln. Verdammt nice. So, Helden mal hier drauf. Meine Army bekommt noch einen kleinen Heal. Dann hätte ich gerne noch ein paar Waldläufer. Ich weiß, dass wir auch ordentlich Fähigkeiten natürlich ranholen können. Das sollte ja klar sein. So, hier mal eine schöne Grenzfestung auf dem freien Mann. Okay, okay. Na gut, das machen sie kaputt, aber da unten ist Isengard und Isengard sollten wir erstmal so plätten. So. Eine Bataillon Waldläufer. Da viermal rein.
Läufer! Wir kämpfen für Gondor! Die Gehöfte werden angegriffen! Okay. Rohan kommt jetzt hier so ein bisschen auch mit rein. Das ist halt etwas ungeil. Ey Leute, wollt ihr nicht vielleicht unsere Festung auch mal deffen? Oder habt ihr nicht so Bock? Was sagt er? So, Haus der Heilung erstmal. Hast du gerade gesagt, wir werden die Schlacht verlieren? Das glaube ich kaum, dass wir die Schlacht verlieren werden. Ich glaube einfach, wir sollten uns ein wenig defensiver orientieren. Na los. So, warum schießt jetzt diese scheiß Balliste auf mich die ganze Zeit? Das finde ich auch irgendwie uncool. Alter Schwede. So. Alle in die Nähe der Grenzfestung. Und da heilen wir uns erstmal. So, Faramir geht jetzt mal auf sein Pferd, dann kann er genau diese möglichen Ballisten schnell ausschalten. So, da kommen jetzt auch Waldläufer. Ich hätte gerne noch ein paar Turmwachen. So, davon auch noch ein bisschen was. Ja. Das wäre eigentlich so der Wunsch. So, wieder 10 Fähigkeitspunkte. Das geht ja hier schon recht fix. So, wieder ein bisschen zurückziehen. Ja, da kommt noch ein Held. Ach ja. Schützen den weißen Turm. So, CP sind voll anscheinend. Ich glaube nicht, dass die Dunkelheit andauern wird. Spenden dir nochmal eine Runde Heilung. Ja, wieso bläst du deinen scheiß Horn, Gamling? Ich habe meine Aufgabe noch nicht beendet. Nice, guter Schuss. So, Ritter Dol Amroths kann ich nicht zufällig ranholen, ne? Ich glaube nicht. Jetzt haben wir ein wenig zu viel CP. Ich würde den Ring nicht verlieren. Selbst wenn Minas Tirith die Vernichtung droht und ich alleine retten. So, Faramir, ich habe dich gerade schon gerettet. Ich rette ungerne zweimal jemanden. Das Problem ist halt, dass Rohan und Isengard so dicht beieinander liegen. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich weder den einen richtig attackieren, noch den anderen. Aber ich müsste es dann eigentlich nur mit zwei oder mit richtig guten Fähigkeiten machen. So, ein paar Dol Amroth-Soldaten auf einen freien Mann. Ja, das glaube ich nicht. So, wir gehen jetzt mal auf neutral, bitte. So. Jetzt rekrutiere ich hier mal die weiße Schar. So, Katapulte, auf geht's. So, na los. Nein, bitte keine Minenladung in meine Armee. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe meine Aufgabe noch nicht erledigt. Los in die Flucht. Erst recht nicht du, Scherke Saurons. Was gibt es Neues? Fahre mir ein bisschen zurückziehen. So, ich wollte Rohan jetzt eigentlich irgendwo beschwören. So, jetzt können wir sie nochmal stunnen. Das ist mein Ziel!
So, ruhig mal auf alles drauf schießen, was ihr da so seht. Ja, Dol Amroth und Gondor, alles easy. Schieß bitte nur mal auf die Türme ein wenig. Osgiliath wurde überrannt. Information bleiben. Haltet nach dem Feind. So, Turmwachen. Wollt ihr vielleicht auch mitmachen? So. Gut, ich habe gerade ein wenig den Überblick verloren. So, Waldläufer. Gut, die Adler brauche ich nicht mehr, die kann ich mir eigentlich aufsparen. Hätte ich jetzt mal so gedacht. So, jetzt habe ich doch noch mal einen Helden rekrutiert, den guten Imrahil. Ich würde den Ring nie verwenden. Selbst wenn Minas Tirith die Vernichtung droht und ich alleine es retten kann. Verteidiger des Weißen Baumes. Das soll ich meinen Männern zumuten. So. Das kann der Mensch gegen solch tollkühnen Hass ausrichten. Ach, Eomer. Eine ganze Menge kann er dagegen ausrichten. Gudi. An sich sollte das jetzt auch mit Isengard. Verdammt. Das finde ich jetzt uncool, weil Faramir ist mein Lieblingsheld, wie ihr vielleicht wisst. Da war ich etwas ungenau vielleicht. So. So, Faramir. Ich werde dich sofort zurückholen. Wir tun einfach so, als wäre das gar nicht passiert. So. Oh, wir haben ordentlich CP leider verloren. Aber die werden wir uns jetzt... Zwei Bataillonen der Wächter der Weste sind draufgegangen. Krass. Das finde ich wirklich erstaunlich, Leute. Ihr rückt jetzt einfach ein bisschen vor. Macht sie platt. So. So. Die Wächter der Weste können da mal mit drauf gehen. So, Faramir ist auch gleich wieder da. Ja, jetzt geht's erstmal. Es ist die Stadt der Menschen Numenors. Bleib zusammen. Jetzt geht es erstmal primär darum, Rohan ein wenig zurückzudrängen und ein wenig die CP wieder zu füllen. So, Imrahil. Imrahil. Du kannst mal da ein bisschen gucken, dass wir die ganzen Gehöftplätze noch besetzen. Was eine Schlacht. Oh doch, wir können. Das soll ich meinen Männern zumuten. Gibt es einen anderen Weg? Ich glaube nicht. So. Waldläufer, wir kämpfen für Gondor. So, da haben wir nur einen normalen Vorposten. Den brauche ich eigentlich nicht. Bereit für die Schlacht. So. Ja. Vorwärts. Hier haben wir auch noch ein Bataillon, was dann aus dem Norden vorrücken kann. So, da bauen wir auch noch mal schön was hin. Ausgerechnet heute bauen wir da was hin. Genau richtig, immer hier. Die Gehöfte werden angegriffen. Die Belagerungswaffe ist einsatzbereit. Macht eure Waffen bereit. Das Gebäude hier wäre fertig. Elende Bestien! So, ihr werdet das schon machen. Diese Männer beschützen euch. Im Süden ist für uns die einzige Richtung. Gut, jetzt sind die CP relativ voll. Nehme ich mal an. Oh, es sieht ganz so aus. Ausgerechnet heute. Das Gebäude ist bereit. So. Ramböcke kriegen wir jetzt auch nicht mehr ran. Zusammenbleiben, Männer, das Gebäude! Tja, und die Frage ist jetzt, wie wir
am besten gegen Rohan vorgehen. Sie greifen die Gehöfte an. Ich würde sagen, wir formieren uns hier oben und versuchen es nicht von der Seite, sondern versuchen es von oben. Ich tat, was ich für das Richtige hielt. Rasch! Wer überwacht den Fluss im Norden? Es heißt, ein dunkler Schrecken aus den Pässen oberhalb von Minas Morgul. Leute, wird Faramir jetzt hier wieder alleine gelassen? Das sieht so aus. Das soll ich meinen Männern zumuten? Ja, das sollst du, Alter. 18 Fähigkeitspunkte. Holla, die Waldfee. Schilde richtig hochhalten. Und Faramir am Leben halten. Der Krieg macht Leichen aus uns allen. Aber aus dir nicht. Mein Lieber, das fände ich jetzt uncool. Die Belagerungswaffe ist einsatzbereit. So. Jetzt starten wir langsam mal unseren Frontalangriff. So, Belagerungswaffe ist da. Hey, scheiße. Das ist natürlich nicht so geplant, dass sie das auf dem Weg komplett abfangen einfach. Faramir, warum? Warum? Das verstehe ich irgendwie nicht. Der Feind ist hier. Schlagt Alarm. So. Wir brauchen mehr Steine. Ihr feuert mal da schön drauf. Die Adler dürfen hier das auch ein bisschen vergewaltigen. Das ist unser Ziel. So. Information bleiben. Ihr geht hier hin. Der neue Sammelpunkt von euch ist hier. Ihr greift alle das an. So, du kriegst auch deinen zentralen Command Point hier hin. So, die Adler sind leider gleich alle down. Da machst du nix. Aber die Armee der Toten könnte ich nochmal reinschicken, ne? Sonst Pfeilhagel. Ja, mehr gibt's nicht. So. Na los. Alter, Faramir, das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt kann ich dich nicht mal wiederholen, Faramir. Was soll das? So, schnell, ich will zurück zur Schlacht. Aber Faramir muss leben. Ihr knüppelt da schön drauf. Ihr macht das schon. So, die Katapulte feuern auch ordentlich. Die graue Schar. Na los, wo bleibt die graue Schar? Wir schützen den weißen Turm. Das ist gut. Ich kann dieses Wissen nicht weitergeben. Verteidiger des weißen Baumes. So, gut macht ihr das. Sehr solide. So. Vielleicht verraten euch Aragorn oder Elrond mehr. Na bitte. So, Faramir, höre ich dein schönes Stimmchen auch nochmal oder nicht so? Dies ist die Stadt der Menschen nun. Ah. Gern gebe ich mein Perfekt. Ey, du hast Faramir abgewürgt, du scheiß Gewonnenbildschirm, du Hund. Na, geile Schlacht auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Laune gemacht. Nur Faramir ist ein bisschen zu oft gestorben, aber naja. Da machst du nichts, ne? So, Endstand sieht dann auch gut aus. Wir waren... Ja, Isengard war über Rohan, ich hab's ja gesagt. Mordor hätte ich tatsächlich vielleicht auch brutal machen können, aber Isengard ist einfach immer mega stark. Mordor dann zuerst geplättet, dann Isengard, dann Rohan. Ja, 44 Minuten.
entspannte Session. 60 zerstörte Gebäude, 5,39 ist auch in Ordnung. Gondor Turmwachen waren die Lieblingseinheit. 5,3, 1 Minute 9 Sekunden. Ist alles in Ordnung, denke ich mal. 20,20 bei Rohan und 3,3 bei Schwer. Jo, das war also der Scheideweg und in der nächsten Folge wird dann der Schicksalsberg kommen, auch eine verdammt epische Mech. Die habe ich auch mit dem guten Kaun im Multiplayer gespielt. Da wurde sich gewünscht, dass ich doch Mordor nehmen könnte. Das werde ich, denke ich, auch machen. Und in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.